Morgen 21.30 Uhr TGE-Flug gelandet. Tante gesund und munter. Wie viel? Wie viel Kokain? Lieferung eingetroffen, alles da. Übergabe morgen 21.30 Uhr Tiefgarage. Ja, könnte sein. Das heißt, er hat nicht etwa einen Dealer überrascht oder sich Koks an Eigenbedarf besorgt, sondern... Er ist gedealt. Ja. Die SMS ging an einen Freddy Staslovic. Kennen wir den? Ja. Mehrfach vorbestraft wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ach. Und jetzt guckt mal, wer den guten Herrn Staslovic mehrfach verhaftet hat. Herr Maybach, wir haben Toten in der Schlägerchenstraße 12. Wir brauchen die Spurensicherung und das ganze Programm. Da wäre man schneller als wir. Danke. Jemand, den er offensichtlich kannte. Sieht erstmal nicht nach einem Einbruch oder nach einem Kampf aus. Und außerdem wusste dieser jemand vor uns, wen wir suchen. Michalski. Was wollen Sie? Herr Michalski. Kennen Sie diesen Mann? Freddy? Ja. Ulf und ich, wir haben ihn ein paar Mal beim Dealen erwischt und festgenommen. Er ist ein kleiner Fisch. Aber wieso? War er es? Hat Freddy Ulf umgebracht? Jetzt hören Sie doch mal auf mit der Scheiße. Sie wussten doch, dass Ihr Kollege mit Drogen zu tun hat. Und als wir das zweite Handy gefunden haben, da wussten Sie auch, dass uns das sofort zu Staslovic führen würde. Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Freddy Staslovic ist tot. Freddy ist tot? Ja, und Sie haben ihn umgebracht. Weil Sie nicht wollten, dass wir rausfinden, dass Ihr Kollege Drogen nimmt. Oder wussten Sie, dass der Freddy das Zeug verkauft? Okay, wer verdammt nochmal ist dieser Freddy? Frau Behrendt. Aber Sie haben Michalski angerufen, damit er herkommt. Ja. Sie wissen, dass wir das überprüfen können. Aber ich verstehe das alles nicht. Seit wann ist er schon hier? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angerufen und 10 Minuten später war er da. Frau Behrendt, hat er Sie gebeten, ihm ein Alibi zu geben? Ina? Was? Wofür? Für den Mord am Mörder Ihres Mannes. Was? Seid ihr wahnsinnig? Herr Michalski, Sie sind vorläufig festgenommen. Bernd. Ich habe damit nichts zu tun. Danke. Vince. Er sagt die Wahrheit. Er hat Staslovic nicht umgebracht. Laut Gerichtsmedizin ist er schon seit mehreren Stunden tot. So. Und jetzt macht, dass er hier rauskommt. Was mitbringen müssen? Ich hab die Akte von Michalski dabei. Ach, sowas doch nicht. Ich meine Obst oder Pralinen oder so. Sehr gut. Hey. Hallo. Hey. Ja? Arztvisite in Zivil? Kennst du uns nicht? Sind wir per Du? Hajo, ihr seid quasi verwandt. Das ist Jan, dein zukünftiger Schwiegersohn. Und ich bin Ina. Hat er dich etwa auch nicht erkannt? Ach, ich verstehe. Sie sind verheiratet und das ist Ihr Sohn. Na, mein Junge, rasierst du dich schon? Boah, das gibt's doch gar nicht. Du spinnst wohl. Das hat noch einen Nachspiel an Zwerchen. Ja. Kannst du wieder sagen? Heißt das, du kannst dich an alles erinnern? Richtig nicht. Nur, dass gerade jemand versucht hat, mich umzubringen. Wie bitte? Naja, vor einer halben Stunde. Der Wachmann draußen, der hat nicht aufgepasst. Er hat gedacht, ich wäre ein Arzt. Arztkittel an, Mundschutz, Kopfhaube. Und der hat den Wachmann niedergeschlagen. Scheint eine Spezialität von ihm zu sein. Staslovic ist tot und Michalski kann es eigentlich nicht gewesen sein. Staslovic? Das Opfer, Ulf Behrendt, wollte in der Tiefgarage Kokain an einen gewissen Freddy Staslovic verkaufen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Staslovic hat Behrendt erstochen und dich mit dem Stahlrohr niedergeschlagen. Staslovic ist doch so ein hagerer Typ, Mitte 20. Ja, genau. Ja, der war's nicht. Staslovic geflüchtet. Und weil er genau wie du den Täter hätte identifizieren können, wurde Staslovic umgebracht. Ja, und ich sollte der Nächste sein. Und dieser Michalski, wer ist das? Michalski, das ist der Kollege von Behrendt. Wir dachten, dass er irgendwie mit der Sache zu tun hat, aber ja,
Vielleicht ist er auch der dritte Mann, von dem du geredet hast. Na ja, es waren drei. Ich habe ja sogar sein Gesicht gesehen, als er zugeschlagen hat, aber ich krieg's eben nicht mehr zusammen, verdammt nochmal. Aber der, der war's nicht, auf keinen Fall. Bist du ganz sicher? Ja, ziemlich. Ja, das Beste wird sein, wir machen eine Gegenüberstellung. Ich glaub das ja nicht. Könnt ihr euch vielleicht alle mal eine Sekunde lang freuen, dass Papa überhaupt noch lebt? Ja. Und vor allen Dingen gilt das für dich, ganz besonders für dich, Papa. Moment mal, ich werde doch morgen sowieso entlassen nach der Visite. Das ist nicht dein Ernst. Doch, der Arzt hat es gesagt. Ich soll nur nicht gegen einen von den Klitschkos boxen und mich vor Tiefgaragen fernhalten. Joleni hat doch recht. Jetzt, hör mal, du kommst ja sowieso morgen raus. Jetzt ruh dich erstmal aus und dann sehen wir weiter, okay? Und ich bleib bei dir hier. Zum Schutz, okay? Ja, von mir aus. War draußen vor der Tür. So, erst die gute oder erst die schlechte Nachricht? Erst die gute. Die Kollegen vom Drogendezernat haben Inventur gemacht. Es fehlen 1,5 Kilo Kokain aus der Asservatenkammer. Na gut, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, woher der Stoff stammte. Ja. Und die schlechte? Michalski ist wohl endgültig raus. Der Wachmann ist sich hundertprozentig sicher, dass der Mann, der ihn niedergeschlagen hat, eine völlig andere Statur hatte. Ach, verdammt. Vielleicht gab es Streit, weil Stasnovic nicht allein gekommen ist. Stasnovic bringt einen Kumpel mit. Behrendt wird wütend und will den Deal platzen lassen. Der Kumpel rastet aus, schnappt sich das Messer und sticht zu. Stasnovic flieht. Der Kumpel schlägt Hajo nieder. Flieht ebenfalls. Ja, und weil er Schiss kriegt, dass Stasnovic ihn verpfeifen könnte, bringt er ihn auch um. Ah, ich weiß nicht. Also wenn ich Stasnovic wäre und wüsste, dass der Typ, von dem ich Stoff kaufen will, ein Polizist ist, dann bringe ich nicht unangekündigt einen Kumpel mit. Dann sehe ich zu, dass die Sache ruhig und sauber über die Bühne läuft. Ja, stimmt. Gut, also nochmal von vorne. Behrendt dealt mit dem Stoff, den er aus der Asservaten... Moment, langsam. Wir glauben, dass er mit Kokain gedealt hat. Ja, was die SMS auf seinem Zweithandy beweist. Von dem wir glauben, dass es sein Zweithandy ist. Es lag in seinem Spind. Ja, aber warum lässt Behrendt das Handy, mit dem er seine Deals macht, im Spind liegen, wenn er sich mit einem Kunden trifft? Das macht doch keinen Sinn. Als ich Michalski gefragt habe, wie die Zahlenkombination von Behrendts Spind ist, hat er gesagt, es ist das Geburtsdatum von Behrendts Frau. Aber als ich es ausprobiert habe, hat es nicht funktioniert. Ja, weil jemand das Schloss geknackt hat. Dann hat das Handy reingelegt und ein neues Schloss angebracht. Und deswegen hast du es nicht aufgekriegt. Denkst du an Klose? Ja, vielleicht. Vielleicht hilft das ja, das Bild in Hajos Kopf wieder zusammenzusetzen. Tja, mal aushoffen.